Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Flash Contest. Und wie ihr sehen könnt, mein Rayquaza bewegt sich richtig geschmeidig. Was bedeutet, endlich funktioniert wieder alles ganz normal. Ach, ich bin erleichtert, ich freue mich riesig darüber, denn das bedeutet, wir können es mit dem Turnier weitermachen. Ich werde jetzt auch erstmal das Turnier so weitermachen, denn wie ihr ja alle wisst, wurde die Deoxys angepasst, was bedeutet, dass nicht mehr ganz so OP. Die Ergebnisse sind dadurch natürlich, sei jetzt mal ein bisschen verfälscht, denn die ersten zwei, und zwar das Selfie und Bilouetta, haben natürlich dadurch einen Vorteil gehabt, denn die Kämpfe sind schon vorbeigegangen. Momentan ist mein Kriterium ja noch, wie viele Pokémon verrecken. Dementsprechend, das benutze ich ja dann am Ende, um zu entscheiden. Und somit haben die natürlich einen kleinen Vorteil gehabt. Ich bin auch noch im Überlegen wegen Mesprit, denn Mesprit hat ja die Fähigkeit, dass die anderen aufgrund von Lebensenergie die Ulti einsetzen können. Okay, während wir labern, gehen wir direkt rein. Aber ja, deswegen ist es natürlich jetzt auch ein bisschen kontraproduktiv, denn mindestens Mesprit wird wahrscheinlich verrecken. Deswegen bin ich mal gespannt, aber jetzt starten wir direkt und wir haben beim Practice angefangen, deswegen machen wir hier auch Practice weiter. Denn hier... Oh nein, hör mir doch auf. Okay, danke, nein, ja, ich möchte nicht gegen Hooper antreten. Dass sie das hier im Practice. Practice heißt eigentlich üben. Nein, okay, wir kämpfen gegen einen normalen Gegner. Ist besser. Aber ja. Wer sich erinnert, genau, bei Selfie sind zwei Pokémon verreckt und bei Milouetta lediglich in Anführungsstrichen eines. Der trotzdem verreckt und somit schade, aber ja, kann man nichts machen. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie es bei den anderen weitergeht in dieser Folge, wie ihr gerade eben gesehen habt. Wird hier Mesprit getestet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon, denn Mesprit hat ja, ich finde es richtig OP, aber es hat ja auch eine düstere Seite, eine dunkle Seite, und zwar die Tatsache, dass es eben verrecken kann oder sich selbst killt. Okay, und wir kämpfen gegen X-Berry. Und ich denke, man merkt mir schon ein bisschen an, dass ich gut gelaunt bin. Es ist einfach mega, jetzt hier wieder ganz normal ohne irgendwelche Lags aufnehmen zu können. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Und vor allem gerade, weil ich ja auch Koch bin und kein Computertechniker oder sowas. Deswegen kann ich mich nur aufs Internet verlassen, was die mir sagen. Oder eben bei meinem Anbieter anrufen, wo ich erstmal 10 Jahre in der Warteschlange bin. Und dann nach 3 Wochen eine Antwort bekomme. Ja, ich denke, ihr versteht alle, was ich meine. Und hier seht ihr jetzt auch schon, Mesprit hat jetzt Leben verloren. Das ist natürlich sehr, sehr... Ja, es ist kontraproduktiv. Deswegen hier erstmal Guardian Spirits, denn um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich es ja damit gleich killen könnte. Es nervt mich, dass Ho noch nicht angegriffen hat, deswegen greifen wir jetzt erstmal hier... Okay, Deoxys ist immer noch OP. Ich nehme es zurück. Sind immer noch die gleichen Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Ho-Oh. Hm. Ja, doch erstmal Ho-Oh ausschalten. Wow, also Ho-Oh zittert jetzt vor uns. Und blub. Ja, doch nicht ganz so gut, wie ich erhofft hatte. Er kann das uns natürlich mit der Ulti zerreißen. Ja, wunderbar, gegen Mesprit, danke. Fairy-Type-Attack draufhauen. Das nochmal ein bisschen schneller machen. Okay, Celebi sollte uns jetzt erstmal nicht problematisch werden. Was uns jetzt problematisch werden könnte, ist die Fähigkeit von Ho. Oh, das hat es einmal angegriffen. Also der Cooldown dürfte noch nicht vorbei sein. Genau. Ich würde jetzt ja gerne die Ulti einsetzen, aber dann verreckt Mesprit. Ich sag's mal so, würde es jetzt relevant sein, würde ich es einsetzen. Aber ich bin natürlich auch in gewisser Weise hier gleich Voraussetzungen schaffen. Und solange wir jetzt hier noch nicht die Ultis einsetzen müssen, mache ich es auch, um ehrlich zu sein, nicht. Denn ihr seht es ja, wir haben jetzt gleich gewonnen. Wunderbar. Deswegen jetzt hier schon mal keiner verreckt. Das ist natürlich auch ganz gut, denn es hat ausreichende Buffs, dass man es nicht so weit kommen lassen muss, dass man es sich selbst killen lässt. Oh, das hier ist ein übles Team. Da müssen wir... Ich weiß jetzt nicht. Sollen wir von Doros gehen oder erstmal auf Rayquaza?
Okay, lieber X-Berry. X-Berry. Sag, was du drauf hast. Ich wollte gerade sagen, es war gar nicht mal übel, dass er auf Kildeo gegangen ist. Ja, deswegen schützen wir jetzt erstmal Kildeo. Und ich hoffe, wir... Okay, ich wollte ihn noch nicht killen. Eigentlich wollte ich ihn nur markieren, aber... Von mir aus. Okay, Xerneas ist markiert, deswegen setzen wir jetzt einfach hier mal die Ulti ein. Oh. Und ihr habt gesehen, Rayquaza hat auch Damage bekommen, da es markiert ist. Oh. Konntest du nicht so viel Damage machen, wie du wolltest, hä? Das Geile war sowieso, ich habe mir überlegt, okay, was soll ich jetzt machen? Turnier weiter oder ein Video zu den Swords of Justice, weil ich bin einfach ein totaler Fan von denen. Jetzt nicht nur die drei, sondern auch Viridium, ist ja klar, aber die drei verwende ich ja momentan. Deswegen dachte ich mir, okay, mache ich einfach das Turnier und nehme die hier als zweite. Als meine zweite Mannschaft und deswegen, ja, bin ich ganz nice. Okay, der erste Kampf ist schon mal gewonnen von Mesprit. Schauen wir mal, wie es mit den nächsten Gegnern wird. Der Vorteil ist, wir steigen hier auch langsam in den Rängen auf. Oh. Hier wird es wahrscheinlich ein Wasserteam sein. Das wird böse. Böse, böse. So. Und da wir hier noch nicht dazu gekommen sind, bleiben wir hier bei unserem Flugteam. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich muss mich hier wirklich mal dahinter klemmen und schauen, dass ich hier rankomme. 1360 Punkte ist eigentlich fast nichts. Das meiste, was ich hier bekommen habe an Punkten, habe ich eigentlich nur in den Videos oder halt in dem Stundenvideo der XXL-Folge zu den 600 Abonnenten. Deswegen, ja, es ist wie gesagt fast nichts. Wenn man überlegt, wie lange es das jetzt schon gibt. Und der Gegner braucht 10 Jahre. Ey, ganz ehrlich, das kenne ich schon aus... Ich war so froh, dass es gerade in der Champion League nicht mehr ist. Denn da hat man auch anfangs teilweise eine Minute gewartet. Dann habe ich das jetzt bei Rainbow Six die ganze Zeit, dass man erstmal 10 Jahre wartet. Und jetzt hier. Ach, Krampf. Aber das hier ist ein sehr schönes Team. Ein böses Team. Und ich weiß immer noch... Ich weiß... Na, ich glaube, Dianzi wird mir am gefährlichsten. Gut, das wäre mir kein Meduetta. Das bedeutet, wir müssen es nicht einschiffern und sowas, wir können einfach ganz normal angreifen. Problematisch könnte die Elektroattacke sein, beziehungsweise die Paralyseattacke. Also die Attacke von Deoxys, die paralysiert. Denn es kann ja nämlich den Effekt zurückwerfen. Deswegen gehen wir erstmal auf Tapu Fini. Hier natürlich auch jetzt nicht die beste Wahl. Aber besser als dass unser Deoxys jetzt paralysiert ist. Da nicht mehr angreifen kann, denn er ist momentan in der ADC. Und jetzt Tapu Fini erstmal down. Manchmal ist es auch ganz vom Vorteil, wenn man eben nicht das stärkste Pokémon angreift, sondern der Reihe nach. Erstmal das Schwächste und dann so langsam nach oben, sag ich jetzt mal. Damit eben die anderen, die kleinen, das Kleinvieh nicht nerven kann. Und jetzt setzen wir Ulti ein. Das Gute ist, unsere Anzeige ist voll. Was bedeutet, wir können es jetzt einsetzen, ohne dass hier Gefahr droht. Also unser Messbrett Gefahr droht. Genau dasselbe hier bei Tapu Lele, deswegen setze ich auch die Ulti ein. Denn dadurch wird nämlich der Angriffswert verringert, somit... Haben wir jetzt nochmal mehr oder weniger eine Runde Gnadenfrist. Genau, hier seht ihr es macht zwar Damage, aber nicht ganz so viel. Die Fairy Type Attack ist zwar nicht ganz so effektiv, aber es macht ganz gut was. Und das ist eben geil, je mehr von der Rage Anzeige ihr habt, desto weniger Leben verliert das liebe Selfe. Das liebe Mesprit. Oder Mesprit im Deutschen. Na komm. So, und jetzt setzen wir einfach die Attacke an. Ich habe jetzt keinen Bock hier wegen den 10 Leben, die es noch hatte, die Ulti einzusetzen. Aha. Sie geht in die Offensive.
Sie ist ausgewichen. Glaube ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, weich jetzt mal aus. Und sogar Sieg durch Aufgeben. Was bedeutet, er hat gesehen, okay, keine Chance. Das schreibe ich jetzt mal hin sogar. Punkt 1 ist nämlich keine verreckt. Punkt 2, er hat aufgegeben. Einer hat aufgegeben. Was bedeutet, der hat gesehen, okay, wird nichts mehr, bringt nichts weiter zu kämpfen. Hat natürlich ein bisschen gedauert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das geht schneller, aber beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das jetzt klug war oder dämlich. Dann hätte er jetzt einfach safe gespielt und sag jetzt mal die Standards so ab. Ja, da ist wieder genau dasselbe. Was bringt ihm das? Sein Ho-Oh könnte jetzt demnächst down gehen. Sie haben keinen erhöhten Angriffsschaden. Deswegen, es bringt nicht so viel. So, Nummer 1 ist down, weil er noch markiert ist, kann ich ihn jetzt hier stunnen. Okay, das hier bringt jetzt nicht so viel. Es gibt ja nur noch Obalion zum Angreifen. Aber er ist immer noch markiert, weil er schon wieder angegriffen hat. Kann nichts machen. Jetzt setzen wir die Ulti ein und er ist fast down. Also ganz ehrlich, manchmal verstehe ich die Gegner hier nicht. Jetzt kann er uns killen, weil jetzt hat er fast kein Leben. Jetzt setzt er die Ulti ein, genau. Und wir sind down. Das war zum Beispiel clever. Sag mal so, er hätte schon entweder viel früher gewinnen können oder wir hätten viel früher gewinnen können. So. Lele wird jetzt erstmal gestunt. Wir hätten sowieso kein Damage gemacht. Obwohl, es war eine Flugattacke, ja? Es war keine Drachen. So, jetzt erstmal die Attribute. Die brauchen wir. Berko-Meteor. Dann gehe ich erstmal auf den ADC. Auch wenn mich, genau, Deoxys wird mich mehr nerven. Doch, Tabulele, Entschuldigung, genau deswegen. Aber Deoxys ist der ADC. Deswegen erstmal den ADC ausschalten. Der Rest wird einfach nur, sei jetzt mal, mühselig. Das wird einfach nur lange dauern. Und darauf hat man keinen Bock und whatever. So, jetzt als nächstes das liebe Selfie. Jetzt ist nur noch liebe Tapulele da, Kapufada. Sie ist jetzt, sie hat gedodged. So, wir brauchen natürlich mal wieder ein bisschen Buff Action. Und es ist down, wunderbar. Also, unser Messbot hatte schon 2 von 2 Kämpfen gewonnen, einer ist sogar surrendered. Natürlich ganz so früh, aber trotzdem interessant zu wissen. Und vor allem, es ist nur, bis jetzt nur ein, naja, noch kein Pokémon verreckt. Sehr schön. Oh, das hier wird jetzt übel. Jetzt haben wir hier einen Zygarde. Aber ihr seht schon, das hat man hier bei dem Team gesehen, bei den Swords of Justice, dass es einfach darauf ankommt, wen man wann angreift. Und wie man angreift. Zum Beispiel bei Celebi jetzt nicht unbedingt immer Celebi angreift, wenn das im Team ist, sondern erstmal die anderen, damit es eben nicht die Ulti ansetzen kann. Oder halt einfach so ein paar kleine Taktiks, die man machen kann, um dann den Kampf letzten Endes für sich zu entscheiden. Und wie ich erwartet habe, hier ist das liebe Zygarde. Die Zygarde. Zweite Ability. Oh, er hat Berserk drin. Das ist ein Fehler. Das gefällt mir gar nicht. Die hier auf mich losgehen. Ich kann vergessen, dass ich jetzt bei Grodon hier die Fairy-Type-Attack raushau. Oh, unser Lele kann sich schon mal nicht mehr heilen. Ich glaube, ich werde es jetzt doch dann einsetzen. Genau, sonst besiegt er nämlich uns noch. Okay, Messbrett, wir brauchen ein paar deiner Leben. I'm sorry. Aber wir müssen das Zygarde hier besiegen.
Ja, das ist halt super. So kann man sich denken, oh, verdammt, jetzt gleich kann ich verlieren, oh Gott, ich brauche ein bisschen Power. Dann denkt man sich, ah, okay, ja, ich benutze jetzt einfach mal so, was für ein Fünftel Leben. Ich habe ja schon, was ich, ja, eben 4/5 von der Rage-Anzeige. Deshalb wäre es, würde gerade ein paar Leben opfern und dann geht das wunderbar. Und dann kann man es auch wunderbar am Leben belassen und ihr habt es gesehen, noch ein Gegner surrendert. Weil er einfach gemerkt hat, okay, keine Chance, bringt nichts, ich hau ab. Oh, ich wollte gerade sagen, diesmal haben wir nicht so viel Damage gemacht und das Tornado lebt noch. Und wir sind alle gestunt. Sehr schöne Kombination. Da bin ich dann gespannt, was er in der nächsten Runde macht, sollten wir jetzt verlieren. Da kommen wir mit der Kombination. Okay, wenn jetzt einer... Jawohl! Zwei sind nicht gestunt. Er ist clever. Er ist verdammt clever und das ärgert mich gerade. Jetzt hat er gemerkt, okay, die sind nicht gestunt, deswegen greifen wir jetzt einfach mal die an. So, ich setze jetzt hier einfach die Ulti ein, damit zumindest ein, mindest. Einer down ist, ja, jetzt sind beide wieder gestunt, das hat er wirklich gut gemacht und man sieht auch hier, dass dieses Flugteam immer noch eines der besten Teams ist, obwohl so viele Pokémon schon dazugekommen sind. Okay, wieso hat er sich jetzt, ah ja stimmt, der war markiert, deswegen. Kommt der 30% Damage. So, 1-1 steht es momentan. Jetzt bekommt das mit genau demselben Team zu tun. Effern. Okay, er hat einen Fighting-Type Arceus, er hat Jäger, also ich sag mal so, wahrscheinlich, er hat jetzt einfach die genommen, die er gut findet. Jäger geht auf genau, mit der Drachenattacke auf Rayquaza. War nicht anders zu erwarten. Das ist auch eine sehr schöne Kombination zusammen mit Celebi. Aber der Kampf ist nun mal auf unserer Seite. Der haben wir für uns entschieden. Und ja, damit ist Vesprit momentan sogar auf Platz 1, denn zwei Leute haben aufgegeben, kein Pokémon verloren. Null verloren. 3 von 3 Kämpfe gewonnen. Also man sieht jetzt schon mal, jedes Team hat 3 von 3 Kämpfen gewonnen. Obwohl es zufällig ausgewählte Gegner waren, die einen vielleicht besser, die anderen schlechter. Und trotzdem konnte jedes Pokémon beweisen, was bedeutet. Jedes dieser 3 Pokémon, die wir hier bis jetzt gesehen haben, sind gut. Oder sind wirklich, gehören zur Superlative, würde ich jetzt mal sagen, im Psycho-Team. Was, denke ich, jedem klar sein sollte, dass Deoxys und Tapu Lele drin sein sollten. Einfach damit man Punkt 1 einen guten ADC hat und zweitens den besten Psycho-Supporter aufgrund dessen, dass man öfter angreifen kann. Dadurch kann man schneller die Supporter-Fähigkeit einsetzen, also das Supporter-Pokémon. Man kann allgemein die Buffs schneller einsetzen. Der Cooldown geht dadurch natürlich auch schneller wieder runter, weil man einfach öfter als Gegner angreifen kann. Und ja, ich habe hier meine 3 Siege, meine 3 Kämpfe. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Runde sehen wir dann, oder in der letzten Runde der Vorausscheidung sehen wir dann Cresselia. Ich bin gespannt, wie sie sich beweisen kann, denn sie hat ähnliche Fähigkeiten, aber doch auch teilweise komplett unterschiedlich. Hört sich ein bisschen verwirrend an, aber ja, mehr dazu seht ihr dann eben in der nächsten Folge von diesem Psycho-Team-Turnier. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Runde. Bis dann.